So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Und zwar wollen wir heute mehr Bodenwinkel in eine Karte einbauen. Der Standard LS hat vier Winkel und wenn wir uns halt einen Kreis vorstellen, in der Mitte durchschneiden und dann den in vier Teile unterteilen, dann haben wir natürlich auf der anderen Seite ist ja quasi der, wenn wir rumgehen würden, natürlich nicht, aber aus dem einen Winkel können wir dann natürlich den anderen erschließen. Das ist dann quasi nur noch eine gespiegelte Textur. Und deshalb haben wir im Standard LS 8 gefühlte Winkel, aber nur 4 tatsächliche Winkel. So, für die Bodentextur. Und dann haben wir das Problem, wenn wir zum Beispiel mit dem Seasons Mod arbeiten. Ich kann das einmal zeigen hier. So, da ist unser Fehler, den wir jetzt sehen wollten, einmal Seasons kann nicht ausgeführt werden, die Karte ist nicht kompatibel mit Season, es liegen zu viele Früchte auf dem Boden. Und dadurch, es sind verschiedene Früchte im Spiel über die Map gelegt und davon werden, es sind glaube ich 32 verfügbar und wie viele werden verwendet? Ich glaube 26, 28 werden vom LS standardmäßig verwendet, das heißt ein bisschen Luft drin, aber nicht viel. Und ja, deshalb kommt dann diese Fehlermeldung. Und man muss dazu sagen, diese Fehlermeldung kommt nur durch Seasons selbst zustande. Der LS würde das trotzdem machen und wir würden uns fragen, warum die Scheiße nicht funktioniert, ne? Von daher, die Jungs, die den Seasons Mod entwickelt haben, die wussten schon, warum sie das tun. Und ja, so. Und dann fangen wir gleich einmal an. Ich habe hier schon mal was vorbereitet und zwar habe ich nicht genau dieselbe leere Map, weil auf der leeren Map kein, die war 100% leer, da war gar nichts drauf, da war nicht mal ein Shop-Trigger, das heißt, ich hätte nicht mal, das Ganze nicht mal zeigen können, habe ich hier eine andere Map runtergeladen. Dass sie jetzt eine Vierfach-Map ist, hat damit nichts zu tun, das ändert ja nur die Größe. Was wir aber trotzdem brauchen, ist gleich der GRLE-Konverter, deshalb lege ich den bei mir einfach mal auf den Zweitbildschirm, das ist für euch aber, obwohl ich kann den auch hier in den Hintergrund setzen, ist ja egal. So. So. Also, wir fangen damit an, dass wir ja die Karte jetzt dafür vorbereiten müssen. So, und dann würde ich sagen, beginnen wir der Einfachheit halber mit den feineren Bodenwinkeln. Und natürlich, wenn ihr jetzt eine leere Map verwendet, so wie ich, dann braucht ihr kein Backup zu machen, weil ihr die vorher als ZIP-Datei runtergeladen habt. Von daher ist es egal. Dann könnt ihr das Ganze wegschmeißen und die ZIP-Datei einfach wieder neu runterladen und dann wäre die Sache gebongt. Da ich das hier allerdings, also in meinem Fall ist das jetzt so, wenn ihr da schon ein bisschen was dran umgebaut habt, ne, dann macht er natürlich davor ein Backup von. Das ist ja völlig logisch, denke ich mal, ne? So, und dann fangen wir direkt einfach einmal an. Und zwar müssen wir in unsere Karte hier den die wie heißt die Ground Shader XML einbauen. So, und dafür können wir jetzt hier schon mal einen neuen Ordner erstellen und zwar Shaders. So, den brauchen wir gleich. Und dann muss ich noch einmal die Ground Shader XML, die liegt in eurem Ordner, wo ihr den LS installiert habt, in meinem Fall auf der D-Festplatte. Sekunde, ich muss da kurz was öffnen. Und zwar den LS-Ordner. So, Shaders. Hier ist er. Da ist der LS-Ordner. LS19 und dann bin ich halt schon mal in den Data und dann in den Shaders-Ordner rübergegangen. Und dann habt ihr hier im Shaders-Ordner, da, diese Ground Shader XML. Die packen wir dann schon mal in diesen Shaders-Ordner rein. Kopieren geht, okay. So. Dann können wir das jetzt nochmal wieder in den Hintergrund versetzen. Und dann müssen wir in dieser Ground Shader XML, Edit with Notepad. Wichtig ist, dass ihr immer die Kopie bearbeitet. Wenn ihr die im originalen LS-Verzeichnis bearbeitet, dann könnt ihr das gleich komplett vergessen. Dann seid ihr raus, sage ich jetzt mal. So, und dann sehen wir hier schon, das hier sind alles wie heißt es, Angaben für den direkten LS-Ordner, Shared und Map und so weiter. Und das müssen wir jetzt ersetzen durch, wo ist es, das Zeichen? Ich finde es immer nicht, Dollar Data. Und Dollar Data.
So. Da ist der Ordner. So, und den Dollar Data Ordner, in den wollen wir ja rein. Und dann haben wir im Dollar Data Ordner, ist das dann alles verzweigt untereinander. Das hatte ich ja schon in einem anderen Video erklärt, dass das der passende Ordner dafür ist. So, und dann müssen wir ein wenig rund, also wir könnten die Dateien alternativ auch in unser, in unseren Dingens legen, in unsere Karte selbst rein, ist die Frage, inwiefern das sinnvoll ist, natürlich, ne? So, und dann müssen wir ein wenig runterscrollen, bis da bin ich schon dran vorbei. 200, da ist es. 210. Da ist die Zeile. Und zwar haben wir standardmäßig, steht hier jetzt 4 drin. Das steht für die 4 Winkel, die wir haben. Und hier steht es auch schon darüber, wie das Ganze funktioniert. Und zwar haben wir hier den Engel und den anderen Engel. So, und dieser Wert hier vorne ist der andere Wert. Und den müssen wir einen niedriger wählen als diesen Wert. Das heißt, im Fall von 4 und 3 ist es so, weil wir wollen die Karte jetzt einfach mal auf 32 Winkel. Das heißt, wenn wir es von 4, das sind immer quadrierte Zahlen, das heißt 4, 8, 16, 32. Das heißt, auf 3 Channel mehr quasi ausweiten. Das heißt, wir schreiben hier 32 rein und hier vorne schreiben wir 31 rein. So. Und dann speichern wir den Shader einmal. Und dann können wir die Shaders-Datei eigentlich schon wieder zumachen. Und haben die jetzt hier schon mal liegen. So. Dann brauchen wir die wieso gehe ich aus dem Ordner raus? Brauchen wir die modmap.lua. Die gibt es hier aber noch gar nicht. Die müssen wir jetzt kurz einmal erstellen. Und zwar mit einem Textdokument. Modmap.lua. Und das TXT müssen wir wegmachen. Das hatte ich ja auch bereits erklärt, wie das funktioniert. Und jetzt müssen wir diese modmap.lua. Da müssen wir ein Skript einbauen. Das ist nicht direkt etwas, was ich erfunden habe oder sowas, ne? Das haben schon Leute vor mir gemacht. Ich werde die Anleitungen, nach denen ich das immer gemacht habe bisher, werde ich auch verlinken dafür. Und dort gibt es dann auch dieses fertige Skript. Deshalb werde ich das nicht in die Videobeschreibung packen, sondern nur die Links dorthin. Ja. Und dann kopiere ich einmal das Skript jetzt kurz rüber. Und zwar öffne ich das auch mal mit Lua, die Lua mit Notepad. Und dann sehen wir hier, das hier ist auch eine modmap.lua, aber in einem anderen Ordner natürlich, ne? Und das hier ist das fertige Skript dann tatsächlich schon. Und dann müssen wir nur diesen, entweder ihr packt die ganze Datei da rein, das könnt ihr auch machen. Ich kopiere immer nur den entsprechenden Teil daraus. In das war die Dings-Lua und das hier ist die, die wir jetzt bei uns im Ordner haben hier drin. So. Und dann sehen wir hier Local Num Additional Angle Channels. Da wir keine, also ihr könnt bis maximal 5 Channel hinzufügen und diese 5 Channel, die ihr dort hinzufügt, das wären dann zwei 128 Bodenwinkel. Das kommt allerdings, das ist meine Erfahrung damit, kommt es immer mal wieder zu Fehlern und Problemen mit dem Ganzen, ne? Deshalb überlegt euch das, ob ihr das wirklich machen wollt. Das ist bei kleinen Karten, geht das bei größeren Karten, wird es schwierig, ne? So. Und das ändern wir jetzt einfach mal auf die Anzahl der Channel, die wir eingebaut haben. In unserem Fall 32 Winkel und damit 3 Channel mehr. Da schreibt ihr immer nur die Zahl der Channel, die ihr mehr verbaut habt, rein. So, dann auf 3. Speichern. So, ist gespeichert. So. Dann können wir hier einmal wieder rausgehen und haben jetzt hier diese modmap.lua. So. Jetzt haben wir aber ein weiteres Problem, und zwar diese Datei, ob die da drin ist oder in China rollen Ei vom Tisch. Das bringt bisher noch mal gar nichts. Deshalb müssen wir jetzt in der moddesk.xml. Hier steht noch der alte Autor der Karte drin. Ich nenne die jetzt einfach mal Tutmap und setze das hier überall ein, damit ich die Karte gleich im Spiel finde und das auch zeigen kann. So, und dann sehen wir jetzt hier schon,
Diese Zeile, das hatte ich ja auch schon bereits früher mal angesprochen, dass man hiermit etwas machen kann, und zwar, dass man die Karte damit deutlich erweitern kann. Und zwar geht es hier, das hier ist der Class Name und das hier ist der File Name. So, und der File Name ist natürlich die Datei, die wir haben wollen. Und wenn wir jetzt hier mal gucken, bei uns heißt das Ding nur modmap.lua und dann kürzen wir das einfach jetzt einmal ein bisschen. Modmap.lua. So, aber in unserer Modmap hieß das Ganze gar nicht, na komm her, hieß das Ganze nicht Mission 001, sondern hier oben Modmap. So. Und deshalb müssen wir jetzt hier die Class Modmap einbauen und speichern einmal. Damit haben wir jetzt die Map-Initialisierungs-Lua-Datei, wenn man so möchte, ein wenig umgeschrieben. Und die sorgt jetzt dafür, dass wir hier diese Erweiterung bekommen. So, und dann haben wir jetzt quasi die Karte schon fast komplett fertig. Deshalb, wir brauchen ja gleich noch den GRLE-Konverter. So, und dann müssen wir, wenn wir da jetzt weitermachen wollen dran, müssen wir jetzt hier einmal in unsere kleine Map rein und dann Edit with Notepad machen und dann hier ein wenig runtergehen und dann die, wie heißt sie, die Cultivator Density. Ja, ich bin schon zu weit. Nee, ich bin noch nicht so weit. Das ist der Dollar Data hier alles noch. Map Cultivator Density.gdm heißt sie jetzt hier. Das ändern wir schon mal auf PNG und können schon einmal speichern. Das ändert ja nichts. Und müssen dann noch weiter, nee, hier kommt nichts mehr davon, ne? Nein, da kommt nichts mehr davon. Das müsste dann weiter oben stehen. Da müsste er die Shaders, hier ist es. Ground Shader XML. Die hat er ja aus diesem Ordner genommen. Wenn wir jetzt allerdings nochmal in unseren Ordner gehen, wir müssen immer von der Situation, von der es ausgeladen wird. Das heißt, wir müssen nur in den Ordner Shaders und dann an die Ground Shader ran. Das heißt, wir müssen hier den Dollar Data Pfad wegnehmen. So, dann haben wir das gemacht. Jetzt weiß er schon mal, wie die Dateien funktionieren und so weiter, welche er nehmen soll. Jetzt haben wir aber noch ein Problem, und zwar weiß er noch nicht, dass er mehr Channel verwenden soll. Und da kommen wir jetzt hier zum Detail Layer. Und zwar zum Detail Layer Terrain Detail. So, und dann müssen wir, um das Ganze jetzt zu ändern, müssen wir diese Num Density Channel um die Channel, die wir verändert haben, erhöhen. Das heißt, in unserem Fall haben wir von 4 auf 32 erhöht. Das heißt, 4 ist ja Standard, brauchen wir so nicht zu rechnen. Das heißt 8, 16, 32. Das heißt 3 Channel mehr. Das heißt, wir machen da jetzt eine 16 draus. Ihr hättet natürlich auch eine 18 daraus machen können, wenn ihr alle 5 Channel verwendet hätte, die da noch möglich sind. Und dann müssen wir ein ganzes Stückchen nach rechts rüber und müssen hier an diese Combined Values ran. Und da ändern wir hier die 2 auch um die Zahl der Channel, die wir erhöht haben. Das heißt in diesem Fall auf 5 und maximal auf 7. So, und dann haben wir das Ganze und müssen einmal speichern. Das habe ich jetzt gerade schon getan. So, und das können wir dann wieder zumachen. So, jetzt habe ich den GDM-Konverter aber immer noch nicht verwendet. Und zwar, wenn wir jetzt hier im Ordner Map gucken, haben wir hier die Cultivator-Density.gdm. Wir brauchen aber ja eine PNG. So, denn GDMs werden nicht mehr nachträglich umgeschrieben. Das kann er nur aus PNGs heraus machen. Dankeschön, dass du das getan hast. Mit Enter bestätigen und dann haben wir hier die PNG. Normalerweise würdet ihr diese Datei jetzt sichern, bei mir ist es wie gesagt egal, also kann ich die direkt löschen. So, und dann müssen wir die map.i3d einmal mit dem Editor starten. So, und dann haben wir hier die Karte gestartet und das sieht jetzt soweit ganz gut aus. Und ja, dann können wir jetzt einfach nur die Karte einmal speichern. Denn dann sorgt der gute Editor dafür, dass hier wieder eine Cultivator Density.png entsteht.
Das sehen wir gleich, wenn er hier mit Exporting fertig ist. Genau, da ist sie, die GDM-Datei. Und dann können wir den Editor hier einfach einmal schließen und müssen nur noch hier auf Map und dann wo ist er? Die Map i3D Edit with Notepad. Ja, er soll sie bitte neu laden. Hier sehen wir schon, die Werte sind gleich geblieben. Und dann müssen wir ein ganzes Stück nach oben gehen. Und bei C Cultivator Density.gdm. Speichern wir. So, haben wir. So. Und dann haben wir das Terrain tatsächlich schon wieder umgeändert. Und dann können wir jetzt tatsächlich, wenn weil er damit ja jetzt durch ist, können wir die Cultivator Density.png können wir jetzt auch schon wieder löschen. Das ist nur eine kurzfristige Übergangsdatei. So, und damit sind wir durch. Und ich könnte das jetzt schon zeigen, aber ich denke mal, dass ihr mir glaubt, dass das jetzt schon funktioniert und dass wir jetzt einfach das nächste einmal einbauen. Ich zeige das dann am Ende noch einmal. So, und zwar wollen wir jetzt die Früchte erhöhen für den Fehler, den wir dort gesehen haben. Und zwar müssen wir dafür wieder an die Daten hier ran, die in dem Maps-Ordner sind hier drinne. Und dort müssen wir an die Terrain Detail Height-Density.gdm die einmal konvertieren. Das funktioniert hier einfach per Drag and Drop auf die Convert-CMD hier oben. Sonst geht das auch nicht. So, und dann müssen wir nur einmal Enter drücken. Die PNG haben wir jetzt. Ich kann das wieder löschen. Ihr solltet sie sichern. Insofern ihr nicht auch gerade eine frisch runtergeladene Karte dafür habt. So. Und dann geht es los. Und zwar müssen wir jetzt in die Map i3D wieder rein. Und zwar ändern wir jetzt erstmal, wo steht es? QRST Terrain Detail Height PNG. Das speichern wir erstmal. Und dann müssen wir wieder runter zu den Layern, aber dieses Mal zu einem anderen. Terrain Detail Height. Und zwar müsst ihr hier zum Num Density Channel 11. Und zwar müssen wir den, hier gibt es nur feste Werte, auf 12 erhöhen. Dann müssen wir weiter zum Compression Channel, der, wie ich gerade sehe, hier gar nicht vorhanden ist. Nein, der ist hier nicht vorhanden. Und das funktioniert dann ganz einfach. Man kopiert dann nämlich den Compression Channel. Und dann hat man den nämlich auch. Und zwar muss der von 5 auf 6 geändert werden. Und dann müssen wir noch einmal kurz weitergehen. Und zwar zu den Combined Value Channels 5 und 6 und ändern einfach die 5 auf 6 hin. So, das haben wir auch. Und dann müssen wir noch ein bisschen weiter und den High First Channel von 5 auf 6 ändern. So, einmal speichern und dann haben wir schon quasi. Jetzt müssen wir den Editor einmal wieder starten. So, bitte starte ganz, ganz schnell. So, und müssen dann einmal wieder speichern. Immerhin dauern die Karten nicht so lange in dieser Größe. 16-fach Karten dauern endlos lange zum Speichern. Über anderthalb Minuten. So, und dann haben wir das jetzt auch schon wieder abgeschlossen. Und dann müssen wir nur noch eine kleine Shader-Datei wieder rüberziehen. Und zwar müssen wir in der Map i3D, natürlich ist jetzt wieder hier unten Terrain Detail Height GDM entstanden, die PNG können wir wieder löschen, müssen jetzt in der Map i3D
eine kleine Änderung wieder vornehmen. Und zwar, na, dafür scrollen wir mal so, geht ein bisschen schneller. Textures, Map, Terrain Detail heißt Density.gdm. So, die brauchen wir schon mal. Und dann aber noch aus dem Dollar Data Ordner, der liegt ja hier zwischen. Hier unten wieder bei den Shadern brauchen wir den Ground Height Shader XML. Und die packen wir gleich in dieselbe Shaders-Datei, wie die andere Shader schon liegt. So, dann packen wir die da einmal rein. Und wo habe ich jetzt meinen LS-Ordner selbst hin verschlumpft? Weiß ich nicht. Hier, ich glaube, hier auf dem anderen Desktop, den ihr gerade tatsächlich nicht sehen könnt. Ja, da habe ich ihn. Moment. So, und dann haben wir hier die Shader, den Shaders-Ordner wieder. Und dann brauchen wir die Ground Height Shader. Da haben wir ihn. Und den kopieren wir wieder. Und müssen in unserem Maps-Ordner den Shader hier wieder einbauen. So, dann bearbeiten wir nur in unserem Maps-Ordner natürlich den Shader hier einmal. Und zwar haben wir hier oben. Warum werde ich ausgerechnet jetzt angerufen? Ich habe gerade keine Zeit. Der Slash muss natürlich dort sein. Und müssen dort den Dollar Data Ordner angeben. Dollar Data und nehmen dann diesen Ordner. Und müssen dann runter zu Zeile 192. Und müssen hier das Ganze anpassen von 31 auf 63. Das ist wieder einer weniger als die typischen Quadratzahlen. So. Und dann müssten wir theoretisch, wenn wir das Ganze ohne die Bodenwinkel gemacht hätten, müssten wir jetzt, ups, damit das auch funktioniert, müssten wir hier eine Modmap anlegen, da, und das wieder hier alles eintragen. Da wir das jetzt aber schon gemacht haben, müssen wir unsere Modmap.lua nur minimal bearbeiten. Und zwar müssen wir hier nur eine einzige Zeile einbauen, ganz am Ende. So, und zwar diese Zeile. Okay, einen zurück kann die noch. Und zwar, ich schreibe dann da immer rüber, minus minus ist Ausklammern in Lua. Mehr Früchte auf dem Boden. Alles klein geschrieben hier gefälligst. So. Und das speichern wir einmal. Und damit sind wir auch tatsächlich fertig. Und dann starte ich jetzt einmal schnell den LS. Und dann haben wir tatsächlich schon alles erledigt, um das zu machen. So. Und dann können wir hier einfach das Ganze direkt starten. So, wir landen jetzt hier mitten im Nirvana, sehen, wie groß eine Standard-Map und eine Vierfach-Map ist, was für uns aber nicht relevant ist. Und könnten jetzt hier bei Escape, wie viel Geld haben wir? Okay, genügend. Und kaufen uns jetzt hier einmal diese Fläche, die im Preis natürlich runtergesetzt wurde. Und holen uns dann einmal ein wundervolles Gespann, damit man das hier richtig gut sehen kann, wie das dann jetzt aussehen sollte. Bombs. So. Dann legen wir einfach den Grubber einmal auseinander und fahren hier einen tollen Kreis. Klapp dich ein bisschen schneller aus, danke. So, und dann fängt er hier an zu flügen. So, jetzt passierte noch nichts, aber hier sehen wir jetzt schon, dass wenn wir jetzt hier anfangen, so einen ganz peu à peu, so einen ganz leichten Kreis zu fahren, da sehen wir jetzt schon, das ist wesentlich präziser als das, was wir eigentlich so bisher kennen, ne? Da wir, wie gesagt, die Bodenwinkel jetzt ein wenig angepasst haben und wir jetzt insgesamt 32 Stück zur Verfügung haben.
Sieht natürlich, wenn man jetzt von den Kanten guckt, ist da immer ein kleiner Versprung drin, weil der LS dafür natürlich nicht ausgelegt ist an sich für so viele Bodenwinkel und so weiter. Finde ich allerdings trotzdem besser, wenn wir dann jetzt einfach mal hier sieht man halt diese Kanten von den einzelnen Texturen, aber da man in der Regel auch keine Kreise fährt, fallen diese Versprünge auch nicht so stark auf, sollte man jetzt dazu sagen. So, und dann haben wir jetzt hier eigentlich schon unsere Mission erfüllt. Und da wir hier gerade, wie gesagt, mit Precision Farming und Seasons und so weiter spielen, hat das andere auch funktioniert. Und ja, damit war es das Ganze. Und dann habe ich dann eine halbe Stunde abgehandelt. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal, würde ich sagen. Und ja, dann bis dann, ne?